Sie geht auf den Z-Move. Oh nein. Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond. Im letzten Part haben wir mit den Liga Rematches begonnen und da machen wir nun auch weiter. Wir haben Myla und Hala schon wieder ordentlich rasiert und jetzt geht's weiter mit Lola. Das ist die einzige, gegen die wir jetzt nicht so wirklich viel machen können. Ich glaube, sie hätte mit einem Drift Zippeli angefangen. Deswegen habe ich LP Pikachu nach vorne. Generell auch wegen dem Knirscher. Sie wird auf jeden Fall Mimikma haben. Denke ich. Mimikma war es, Drift Zippeli. Ein Frostige hatte sie. Generell einfach nur viele Abfuck-Pokémon mit... Ja, mit Kung-Fu-Strahl, leider. Ich glaube, der Fight wird mich wieder ziemlich tilten und das ist auch, glaube ich, der härteste Fight der Liga einfach. Aber wir werden sehen. So, dann wollen wir mal, liebe Lola. Du magst zwar der Champ sein, aber ohne gegen die Top 4 zu kämpfen, gelangst du auch nicht in den Saal des Champs. Außerdem sind Pokémon-Kämpfe einfach toll, also lass uns sofort einen Kampf austragen. Ja, weißt du, selbst als Champ muss man nochmal die Top 4 besiegen, um seinen Titel zu verteidigen. Gut, dann wollen wir mal. Und ja, ich bin immer noch krank, denn ich nehme diesen Part direkt am Anschluss des letzten auf. Und ich habe ja schon im letzten Part gesagt, dass ich etwas krank bin noch. Nein, sie hatte mit einem Zubiris angefangen, stimmt. Dass ich etwas krank bin. Ja, verzeiht mir dies. So. War nicht sogar ein Feen-Move sehr effektiv gegen Zubiris? Tatsächlich. Dann switchen wir mal raus zu Merle. Die brauchen wir, glaube ich, im Rest des Fights auch gar nicht. Was auch immer kommt, ein Mogelhieb wird sie ganz gut einstecken. Ich denke mal, wir sind noch schneller, oder? Nein, das Zubiris ist schneller als wir. Aber die Dunkelklaue macht jetzt nicht so viel Damage. Die Mondgewalt hingegen nimmt das Zubiris raus. Und damit beginnt dieser Fight auch schon mal wieder recht gut. So. Als nächstes, genau, da kommt das Drift Zeppeli, das wir mit LP Pikachu rausnehmen werden. Wir mussten bis jetzt noch keinen Set-Move verwenden. Das macht mich irgendwo stolz. Wow, das ist echt... Dieser Ruf von Drift Zeppeli ist so strange. Naja, erstmal Donnerblitz, ein Spukball, den tanken wir hoffentlich ganz gut. Oh, wir bekommen den Defense-Drop. Aber egal, den zweiten werden wir trotzdem noch tanken. Das trifft Zeppeli. Sie wird jetzt auf den Top-Genesung gehen. Ja. Und wir kriegen den Donnerblitz nochmal durch. Vielleicht ein Crit. Nein. Gut. Dann werden wir jetzt halt nochmal. Lol. Sie verschwendet ihr zweites Top-Genesung. Gut, dann hat sie schon mal keins mehr übrig. Wenn ich es zumindest richtig in Erinnerung habe, dann haben die immer nur zwei Top-Genesung zur Verfügung. Sie hat jetzt einfach gar keins mehr. Oh, und nochmal ein Irrlicht raushauen, bevor du stirbst. Das ist mies. Das ist echt mies. Gut. Naja, egal, mit dem Top-Genesung kriegen wir die Verbrennung auch weg. Es ist trotzdem scheiße. Minimal. Als nächstes kommt ihr Frostige. Und das ist ein Job für Litzy, meine Damen und Herren. Die das Ganze locker flockig machen sollte, eigentlich. Ich denke jetzt nicht, dass dieses Frostige irgendwas gegen Litzy haben wird. Es fällt mir jetzt zumindest nicht ein, was es haben könnte, außer es hat irgendeine Psycho-Attacke. Nein, es geht auf den Spukball. Der uns leider viel zu viel Schaden macht. Oh. Ja. Oh mein Gott. Eigentlich müsste sie keine Top-Genesung mehr haben. Deswegen heile ich jetzt Litzy hoch und hoffe, dass sie jetzt in der Verbrennung stirbt. Bitte. Ja, jetzt geht sie auf den Donnerblitz. Ein Crit, natürlich. Wow, kriegt jetzt keine EP für den Kill von Frostige. Doch, tatsächlich. Ein LP Pikachu kriegt sogar ein Level-Up dadurch. Freue mich auch. Hey. Ja, jetzt weiß ich doch nicht, was kommt.
Ja, komm, Darkling ist nie eine schlechte Wahl, der hat eine gute Verteidigung. Maruder. Wäre auch gut gewesen, Blitz. Ich glaube, das hatte Pflanzentypen sogar. Eisattacken wären auch sehr effektiv. Also auf jeden Fall hat es den Pflanzentypen. Wir gehen jetzt einfach mal aufs Schuppenrasseln. Denk mal eh nicht, dass das mich uns physisch angreift. Deswegen kann die physische Defense ruhig droppen. Phantomkraft. Lol, ist das ein... Dann pushen wir unsere Verteidigung halt wieder, die wir gerade verloren haben. Ist mir auch recht. Ist mir auch recht. Ich weiß ja nicht, ob das ein physischer Move ist oder eben ein Spezialmove. Naja. Dann gehen wir wieder aufs Schuppenrasseln. Das wird ein schöner Free-Hit-KO. Unsere Defense droppt wieder. Es geht wieder auf Atomkraft. Dann pushen wir unsere Defense wieder. Mit einer Eisenabwehr. Und danach sollte es auch down sein. Danach sollte es nicht down sein. Danach ist es safe down. Und dann hat die gute Lola auch nur noch ein Pokémon. Und dann haben wir den Kampf auch sehr gut hinter uns gebracht. Tatsache. Wow. Beim ersten Mal hat mich der Fight doch viel mehr abgefuckt. Was war denn da los, Leute? Naja. Auf jeden Fall, das Maruder ist weg. Das ist komisch, der komische Anker mit dem Steuerrad, Alter. Und Merle erreicht Level 66. Und sie hat einen Kolossand. Ja, das lassen wir Frobi erledigen. Mit einem Tropenkick. Mit einem schönen Tropenkick in die Fresse. So. Und das sollte hoffentlich ausreichen. Plopp. Er reicht nicht aus. Wir senken den Angriff, aber... Oh Gott. Na? Es ist trotzdem vorher down. Nice. Dann hätten wir Lola jetzt locker flockig besiegt. Tatsächlich. Beim ersten Mal hat mich dieser Fight doch so krass getiltet. Was war denn los? Sie hat aber diesmal halt keinen Kung-Fu-Strahl benutzt. Wundert mich eigentlich, warum du es nicht gemacht hast. Naja, gut. Soll mir irgendwo recht sein. Bei den Top 4 zu sein ist schon toll, aber Captain zu sein ist auch super. Wenn ich mich doch nur entscheiden könnte. Stimmt, du bist ja endlich auch Captain. Tja, irgendwann musst du dich aber wohl entscheiden. Gut. Bleibt nur noch einer, beziehungsweise eine übrig. Davor aber wieder heilen. Und das war bis jetzt der härteste Fight, wenn ich mir unser Team so anschaue. So, wo ist der Belieber? Der Belieber ist hier oben. Und ein paar Mal ein Top-Trank. 4 Stück nämlich, Alter. Der Fight hat uns doch schon etwas härter mitgenommen als jetzt die anderen. So. Und Darkling ist der Einzige, der noch nicht auf Level 60 ist. Das sollte sich jetzt aber ändern mit dem nächsten Fight. Und für den nächsten Fight haben wir Epi Pikachu vorne. Das ist perfekt. Denn jetzt kommt die Flugfrau. Die komische da. So. Die komische Golfspielerin. Da bist du ja, dann sehen wir mal, wessen Schicksal das ist, heute zu siegen. Das deine oder das meine? Ich denke mal, als Champ ist es das meine. Ne, ich will ja nichts sagen oder so, aber naja. Gut. Auch dich haben wir ja bereits schon mal besiegt. Das ist dann kein Ding für uns, dich nochmal zu besiegen. Und danach werden wir unseren Champ-Titel verteidigen. Und ich bin echt gespannt, wen wir als Gegner bekommen. Denn es gibt insgesamt 10 Champ-Herausforderer. Und ich bin gespannt, wer denn den Champ-Titel an sich reißen will. So ein Kahili hieß die. Das ist so, Panzer Aeron. Sie fängt mit einem Panzer Aeron an. Naja, haben wir Panzer Aeron nicht damals wieder gewonnen-hittet mit einem Donnerblitz? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann das Panzer Aeron Steinhagel, was ich nicht so cool finde. Konntest du das schon damals?
Der Kampf fängt jetzt schon richtig hurensöhnig an. Wir werden die Attacke aber diesmal ab. Und ja, wir hätten es rausgenommen. Aber es hat Robustheit. Naja, dann wirst du jetzt wohl dein erstes Top-Genesung verschwenden. Richtig. Das gefällt mir nicht so wirklich. Aber ich glaube, auch ohne Crit hätten wir es rausgenommen, oder? Ja, auch ohne Crit. Aber die Robustheit. Naja, kriegst du noch einen Steinhagel durch. 3 HP, Alter. Och, bitte. Wir fangen jetzt hier nicht so an. Du hast mich beim ersten Mal schon abgefuckt, dann machst du es bitte jetzt nicht. So. Hau jetzt auch einen Knirscher rein, einfach weil ich keine AP von meinem Donnerbitz weiter verschwenden will. Und tschüss, Panzerion. Damit wäre das schon mal erledigt. Als nächstes hat sie Tukanon, was vom Typ Normalflug ist. Allerdings ist es jetzt nicht gerade praktisch, dass wir halt, ja, dass Epic Pikachu so viel Schaden gefressen hat. Deswegen gehe ich jetzt auf Freezing Fire, heil Epic Pikachu und schau mal, wie viel Schaden wir mit Freezing Fire anrichten können. Ich denke, da sollte schon ordentlich was drin sein. So. Top-Trank haben wir doch schon einige verschwendet. Ich glaube, ich bin nur 30 hier rein. Und natürlich kannst du Durchbruch. Natürlich kannst du als Kackvogel Durchbruch. Das ist so normal, dass du als Kackvogel Durchbruch kannst. Ich möchte mal gerne deine Hand sehen, mit der du mich schlägst. Sie geht auf den Z-Move. Oh nein. Der wird uns rausnehmen. Der wird uns rausnehmen. Diese Animation. Tukanon ist einfach richtig steif in der Luft. Fangen wir jetzt also so an. Fangen wir jetzt also so an. Na gut. Hä? What? Schnabelkanone? Viel zu viel Schaden. Naja, du bist jetzt safe raus. Alter, der Fight ist AIDS. Der Fight ist AIDS. Also wirklich HIV. Ja, sie hat den Expert, stimmt. Wir versuchen es mit den Schuppenrasseln rauszunehmen. Das Expert wird uns wohl oder übel mit von Fußstreif verwirren. Wird sogar nicht. Ach ja, Flugattacken sind ja sehr effektiv gegen Darkling. Das habe ich voll verpeilt. Das habe ich gerade echt voll verpeilt. Wir brauchen Pikachu wieder. Wo bist du, lieber Beleber? Da bist du. Ohne LP Pikachu können wir diesen Fight nicht gewinnen. Gut, Darkling ist down. Und Darkling ist irgendwie wirklich der Einzige, der Level 60 nicht erreichen wird. Mensch, Mensch, Mensch. Leute, 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 der Fight ist jetzt gerade echt ziemlich krebserregend, wenn ich ehrlich bin. Top-Trank. Wir geben Epic Pikachu sicherlich nur einen Supertrank. Warum haben wir eigentlich nur einen Supertrank? Ja, du kannst Matschbombe. Das war ein Crit. Normal.
So, wir haben noch 3 Pokémon übrig. Donnerblitz gehen langsam die AP aus, was ich nicht so genial finde, wenn ich ehrlich bin. Wie viel AP haben wir noch? 6. Oh, 6 AP, Alter. Matschbombe macht uns jetzt nicht so viel Schaden. Das X-Bad ist weg. Gut. Koryogel. Das war der Koryogel im Feuerstyle. Oh, richtig uncool. Richtig uncool. Das heißt, rein mit Litzy und Merle wiederbeleben. Ich glaube, bei dem Koryogel hatte sogar eine Schaumserenade ausgereicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Warum muss Merle jetzt tot sein? Downreigen. Du senkst unseren Angriff. Ist das dein Scheiß ernst? Naja, soll mir recht sein, wenn du das meinst. So. Taumeltanz. Genau, du konntest Taumeltanz. Stimmt, da war was. Da war ja was. Jetzt gehst du auf den Luftschnitt, der leider sehr viel Schaden macht. Und wir verletzen uns selbst. Wisst ihr was, ich heile LP Pikachu schon nochmal ganz hoch. Das ist nicht verkehrt, denke ich. Und jetzt ist down. Immer noch 3 Pokémon übrig. So. Ich will jetzt hier auch gar nicht auf die Hydro-Pumpe gehen. Ich denke, das ist hier durchaus schlauer. Du senkst auch erstmal so einen physischen Angriff, das ist. Ja, logisch, wenn wir speziell angreifen. Aber ich denke, eine Schaumsegrenade hat ausgereicht. Ja, hat sie auch. Gut. Ein Grüff fehlt, das hattest du noch. Ja. Das können wir eigentlich auch mit Merle machen. Das hat Typ Unlicht, glaube ich. Ja, doch. Das sollte auch mit Merle gehen. Und du machst uns hier auch kaum Schaden, aber wir schrecken zurück. Wer hätte es gedacht? Aber naja. Dann haben wir die Top 4 auf jeden Fall down. Also jetzt noch nicht, also eine Mondgewalt muss noch durchgehen, aber danach auf jeden Fall, es kann Ruheort, es kann Ruheort. Ah, Gott, das reicht nicht aus. Also die Mondgewalt reicht jetzt nicht aus. Es wird jetzt wahrscheinlich nochmal auf den Ruheort gehen. Nein, ist ja selbst tot gewesen. Also noch mehr HIV geht nicht, Alter. Ey, Alter. Das ist gerade wieder so unnötige Streckung. Ein Crit, danke. So. Und damit wärst auch du wieder besiegt. Du bist die AIDS-hafteste der Top 4. Das muss der beste Kampf gewesen sein, den die Alola-Region, nein, den die ganze Welt hier gesehen hat. Nein, es gibt durchaus bessere Kämpfe. Das war gerade ein richtiger Kackkampf. Gut. Dann kümmern wir uns wieder um die Heilung unserer Pokémon. Mit einem wunderschönen Beleber. Noch ein Beleber. Und noch ein Beleber. Und dann brauchen wir noch Top-Trank. Wir haben schon sau viele verschwendet, das ist krass.
So, dann wollen wir natürlich noch ein bisschen die AP auffrischen. Dann brauchen wir noch Donnerblitz wieder. Gibt es irgendeine Attacke, die wir auch oft verwendet haben? Haben wir überhaupt noch irgendwie Ether oder so? Top Elixier. Nö, haben wir nicht. Wow. Ja gut, ich denke aber mehr müssen wir hier auch nicht tun. Also, im nächsten Part, welcher der letzte sein wird, werden wir unseren Champ-Titel verteidigen. Deswegen, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal in Pokémon Mond. Also rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.